Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich passend zu unserer Hochzeit morgen zu einem bestimmten Thema Stellung nehmen und möchte ein bisschen mit euch drüber sprechen. Und zwar geht es um das Thema, warum orientalische Familien, so will ich das mal nennen, so wahnsinnig doll weinen müssen, wenn die Braut das Elternhaus verlässt, quasi, wenn sie heiratet. Und über dieses Thema würde ich gerne mit euch reden und euch meine persönlichen Erfahrungen hierzu auch einmal mitteilen und möchte euch sagen, wie ich das empfunden habe, wie es vielleicht ist, wenn meine Söhne heiraten und wie es ist, wenn meine Töchter heiraten. Und wenn euch da all das interessiert und ihr immer schon mal euch gefragt habt, wieso weinen die eigentlich? Weil eine Hochzeit ist ja eigentlich was Schönes. So aus meinem deutschen Verstand heraus betrachtet, wäre das ja kein Grund zum Weinen. Wenn euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Und wie schon so oft in der letzten Zeit, würde ich euch herzlich darum bitten, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich riesig freuen und auch dafür bedanke ich mich ganz herzlich im Voraus. Also, ich möchte mal so ein bisschen zurückgehen, ja, in meine Jugendzeit und Kinderzeit. Damals gab es ja noch nicht so, würde ich mal behaupten, die öffentliche Medienpräsenz von türkischen oder orientalischen Hochzeiten. Und auch bei uns so im Familienkreis hatten wir nie jemanden, wo wir mal eingeladen worden sind zu einer türkischen Hochzeit etwa. Ich will jetzt mal auch speziell auf türkische Hochzeiten eingehen, sondern ich war recht oft bei deutschen Hochzeiten und da gibt es dann ja so einen Polterabend und dann kommt die Hochzeit und eigentlich ist alles immer richtig lustig, man amüsiert sich, man lacht, die Braut ist glücklich, der Bräutigam ist glücklich, die Familie ist glücklich, es gibt keine Tränen. Also das ist jedenfalls bei uns in der Familie nie der Fall gewesen, bei allen Hochzeiten, bei denen ich war, als ich Kind und Jugendliche war. Und als ich dann in diese türkische Kultur hineingeheiratet habe, war ich ein bisschen schockiert, das kann man glaube ich schon so sagen, wieso die Frauen und vor allen Dingen auch die Bräute so doll weinen müssen, wenn sie das Elternhaus verlassen. Darum geht es, deswegen wird so geweint, weil wir als Bräutigam-Eltern, ich möchte mich jetzt mal so bezeichnen, wir holen die Braut ja aus dem Elternhaus heraus. Ja, sie wird ja regelrecht von uns als Bräutigam-Eltern und der Familie des Bräutigams herausgeholt und mitgenommen zu uns sozusagen. Und ich glaube, dieser Akt spielt schon mal eine große Rolle in der ganzen Geschichte. Aber das ist natürlich überhaupt gar nicht der Grund dafür, sondern der Grund eigentlich ist in der Erziehung, in der familiären Gemeinschaft und in der ganzen Kultur, ich will jetzt mal nur auf die türkische gehen, weil andere kenne ich ja nicht, zu finden. Ja, weil ich glaube, das ist nicht nur die Verabschiedung der Braut und das Herausholen der Braut aus dem türkischen Mutterelternhaus oder Elternhaus, sondern es ist vielmehr auch ein Abschied von dem Mädchen aus der Familie des Mädchens. Ja, das kann man schon so sagen, weil es ist schon so, dass die Braut und die Frau, wenn sie geht, in die Familie des Mannes geht. Ja, jetzt ist sozusagen der Zeitpunkt gekommen, wo die elterliche Erziehung und die elterliche Obhut für das Mädchen, also ne, aufpassen, dass sie auch immer nach Hause kommt, immer nachfragen, ihr beibringen, das und das könnte man machen oder sollte man nicht so machen. Diese Aufgabe der mütterlichen Erziehung der Muslimin, ja, möchte ich das mal jetzt ganz speziell auch so sagen, wie es ist, diese Erziehung und die Kultur, das Beibringen der Kultur, die man auch nicht immer einfach ist, muss man ja auch mal so sagen, ist beendet. Ja, es ist sozusagen erfolgreich vollbracht. Die Frau wurde verheiratet und jetzt geht sie eben in die Obhut des Mannes über, der dann für sie da ist, der sich kümmert und natürlich auch die ganze Familie des Mannes. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein großer Unterschied zu einer deutschen Ehe. Und dort ist es eben keine Verabschiedung, ja, es ist keine
kein die Frau geht so in die Familie des Mannes über, sondern es ist eben, es bleibt alles, wie es ist. Nur, dass sich zwei Menschen gefunden haben, die ihr Leben zusammenbringen und verbringen wollen. Im Gegenteil, also sowohl der Mann als auch die Frau kapseln sich ab so ein bisschen von der Familie. Also sind dann eine eigene kleine Familie und die sie auch gründen wollen. Das ist ja auch in der türkischen Kultur so. Aber trotzdem ist die Frau gehört zur Familie des Mannes. Ja, eigentlich glaube sogar, dass es sehr oft der Fall ist, dass sie noch viel mehr zur Familie des Mannes gehört, als sie dann noch bei der Mama oder bei der elterlichen Familie zu Hause ist. Das ist ganz oft noch so, ja, auch wenn jetzt wieder wahrscheinlich ganz viele schreiben, nein, das ist alles altmodisch, das war früher so, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist weiterhin in vielen Familien aktuell, dass eben sozusagen jetzt die Schwiegereltern, ja, die Eltern des Bräutigams die Hand auf die Frau legen. Ja, sie wird so ein bisschen erzogen, sie wird so ein bisschen angeleitet, ihr wird beigebracht, was sie zu tun und zu lassen hat. Das ist oft der Fall, auch wenn es altmodisch ist. Es ist meiner Meinung nach in den überwiegendsten Fällen der türkischen Familien der Fall. Und eben weil es so ist, weil sozusagen die eigenen Eltern der Braut nicht mehr so viel Einfluss haben auf das Mädchen, ist es eben auch so emotional wahnsinnig schwierig. Und ich glaube auch, dass die Bindung, die türkische Mütter und Väter ja allgemein, ob Junge oder Mädchen, zu ihren Kindern haben, eben ein ganzes Leben lang körperlich auch bestehen bleibt. Mit körperlich bestehen meine ich, dass sie teilweise noch zusammenleben, dass teilweise die Braut in die Wohnung oder in das Haus der Eltern kommt. Das wird bei uns jetzt ja auch der Fall sein. Meine Schwiegertochter kommt ja jetzt auch mit meinem Sohn in das elterliche Haus, also von uns. Das ist bei meinen anderen Kindern nicht der Fall gewesen, muss auch nicht. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Bei uns ist ja alles frei, aber in der Regel ist es schon oder oft ist es eben auch so, dass die Schwiegertochter dann zu uns dann kommt, ja, und bei uns lebt und auch drin richtig wie unser eigenes Kind auch bei uns lebt, ja. Und das ist ja dann im umgekehrten Fall auch so. Wenn jetzt die Eltern der Braut eine Schwiegertochter bekommen, dann würde die ja auch in die Familie des Mannes, des Bruders der Braut dann eben gehen. Also ich glaube, dass dieser Zusammenhang und der Zusammenhalt der Familie viel enger ist, als es in deutschen Familien der Fall ist. Klar, jetzt werden wahrscheinlich, nein, bei uns ist das auch alles ganz eng. Ja, aber es ist anders. Wenn die Kinder erwachsen sind, geht jeder seine eigenen Wege. Die Kinder machen das, ihre und die Eltern sich für sich und man trifft sich vielleicht alle zwei Wochen mal, telefoniert ab und zu mal oder man trifft sich vielleicht noch viel seltener, alle drei Monate vielleicht sogar nur mal. Und das ist eben in aller Regel im Idealfall, ja, ist natürlich auch leider nicht immer der Fall, aber in aller Regel ist es eben bei den türkischen Familien nicht so, ja. Sie gehören zusammen und die Schwiegereltern der Braut haben auch ein großes Mitspracherecht im gesamten Leben der Kinder, was natürlich auch immer wieder zu Konflikten führt, zu vielen Problemen führt. Wenn man das Pech hat, eine doofe Schwiegermutter zu haben, dann ist es ganz schlimm für die Braut natürlich. Aber wenn du das Glück hast, eine nette, liebe, verständnisvolle Schwiegermutter zu haben, dann hast du tatsächlich eine Mutter zusätzlich dazu gewonnen. Und ich glaube, das ist eine große Bereicherung. Und ich kann nur sagen, also wenn ich mich jetzt als Schwiegermutter mal beschreiben würde, ich habe immer den Anspruch, das zu sein. Klar, ich habe auch meine Fehler und bin sicherlich auch nicht immer so, wie man sich das wünscht, aber ich versuche es immer, ja, und ich versuche auch auf gar keinen Fall in das Leben meiner Kinder einzugreifen, aber das ist auf jeden Fall, das ist so mein Anspruch, darüber soll es jetzt in diesem Video auch nicht gehen. Warum weinen die Bräute und die Eltern und die ganze Familie weint? Ja, gerade die Familie der Braut, und zwar richtig doll, teilweise so schlimm, dass dann auch Ohnmachtsanfälle, das habe ich alles schon erlebt, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass nur das Brautpaar weint und die Eltern der Braut und vielleicht die Brüder und Schwestern, sondern es weint die ganze Familie und auch die Menschen, die darum herumstehen, alle weinen und zwar richtig doll, als würden von ihnen eine Tochter aus ihrer Familie gehen. Verwandte, Nachbarn, alle weinen richtig doll. Und das war für mich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe in der Türkei, als ich dort gelebt habe, schon sehr befremdlich, ja.
Und ich kann es auch bis heute nicht so ganz verstehen. Also ich weine auch, wenn andere, also wenn es meine eigenen und nee, jetzt fangen wir anders an. Also wenn es fremde Leute betrifft, also mit fremd meine ich jetzt nicht Nachbarn oder so, aber die weinen auch bei Nachbarn, ja. Also seine Nachbarin, Tochter der Nachbarin, alle weinen, alle ganz furchtbar weinen sie. Vielleicht auch, weil es ein bisschen dazugehört, ja, weil es eben so sein muss, weil wenn man nicht weint, dann sieht das so aus, als würde es einem nichts ausmachen und dann kommen auch wieder komische Gedanken, die da eventuell jemand hat. Aber so doll und so wahnsinnig, ja, übertrieben, kommt mir schon so vor. Manchmal muss man es nicht machen, ist meine Meinung, aber kann auch jeder machen, wie er will, dass die eigene Familie richtig doll weint, ja, Mutter, Vater und Tochter. Konnte ich immer verstehen. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf mich zurück. Aber ich habe es nie für möglich gehalten, dass ich weinen werde. Und ich habe immer gesagt, ich weine doch nicht, ich lache, ja, weil das ist ja ein schönes Ereignis. Ja, meine Tochter heiratet einen Menschen, den sie liebt. Und das ist schön und ich freue mich. Und warum soll ich dann weinen? Und ich weine ganz bestimmt nicht. Weil das jeder so macht, ja, ich spiele doch da nichts vor. Das kann jeder machen, aber ich mache es bestimmt nicht. Ich weine nicht, ja, habe ich immer angekündigt. Und als es dann soweit war, ich habe so sehr geweint, ich habe kaum noch Luft bekommen. So doll musste ich weinen. Also ich habe fast hyperventiliert, so schlimm war das. Und die anderen haben sich zurückgehalten, Nachbarn, Freunde, Bekannte, die haben alle nur so einfach so ihre Tränchen weggedrückt, als dann die Zeremonie stattgefunden hat. Es gibt ja so eine spezielle Zeremonie, wo der Bräutigam dann der Braut so etwas umbindet und dann dazu betet. Ich habe mich da auch noch zurückgehalten. Ich habe auch richtig geweint, habe auch meine, wirklich war schon schlimm, aber danach, als die Braut dann gegangen ist, also meine Tochter, ich konnte mich überhaupt nicht mehr einkriegen. Ja, ich habe so sehr geweint und das hat mich so überrascht. Es hat mich wirklich überwältigt. Ja, und keine Ahnung. Also ich hätte das nie für mich und das war auch nicht. Es war einfach ganz schlimm für mich. Ja, wie gesagt, hab kurz vorm ich hyperventiliere, wenn ich sehr stark weine, fange ich auch an zu hyperventilieren. Es war kurz davor. Ich habe noch mich noch zusammengerissen, weil das war ja richtig voll. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben eine riesengroße Familie in der Türkei und es war überall waren Menschen. Ja, und ich fange da kurz, stehe da kurz vorm Umkippen. Na, ne? Also es war richtig furchtbar und ich habe dann immer gedacht, das kann wohl nicht wahr sein. Ich war so von mir überrascht, dass ich da habe ich nie im Leben mit gerechnet. Ich habe immer gesagt, ich lache, warum soll ich denn weinen? Ja, ich konnte nicht anders. Ich fand das so traurig, dass mein Kind jetzt von mir aus meiner Verantwortung, aus meiner elterlichen Verantwortung geht und nicht mehr da ist und ich sie abgebe, weggebe in die Familie des Mannes. War so schlimm für mich. Und ich habe lange gebraucht, um darüber hinwegzukommen, wirklich. Aber da hätte ich nie mit gerechnet. Das ist das, was ich sage. Und ich glaube, wenn man so lange wie ich in dieser türkischen Kultur lebt und so sehr alles mit angenommen hat und das eigentlich schon eine richtige Türkin auch ist und mit der türkischen Kultur und Religion so verbunden ist, dass man, dass ich gar nicht, das kommt wahrscheinlich dann automatisch, ja, dass man da dann auch weiß vom Kopf, wer das Mädchen geht. Ja, sie geht wirklich aus unserer Halterung heraus in die Familie des Mannes, ja, und das ist nicht unbedingt schön, das kann ich euch sagen als Mama von einer türkischen Tochter. Ja, meine Lieben, oder von zwei türkischen Töchtern. Also, es ist etwas, was ich nicht beschreiben kann. Es ist, glaube ich, ein Gesamtpaket, wo ich annehme, dass es zu diesem Weinen kommt. Aber ich glaube, dass es gerade auf der Seite der Braut so schlimm ist. Die jungen Seite, für die ist es auch sehr emotional. Also ich kann euch dann noch mal erzählen, wie es bei meinen Söhnen war. Das haben wir jetzt schon öfters ja in letzter Zeit gemacht. Es ist auch immer so, dass mir die Tränen kommen und ich gerade, wenn es so die Verabschiedung von Mama und Tochter geht, da, dass ich da sehr auch mit mir kämpfen muss und auch anfangen zu weinen, aber nicht so furchtbar, wie ich das damals bei meiner Tochter erlebt habe. Das war so schlimm
Und ich glaube, dass man das nicht erklären kann. Ja, man muss in dieser Kultur leben. Man muss, ich bin damals, ich war 15, als ich meinen Mann kennengelernt habe. Ich war ja selber noch ein Kind fast. Ich war selber noch gar nicht reif. Und bin ja erzogen worden von meinem Mann und von der Familie meines Mannes. Und bin ja jetzt schon fast 40 Jahre auch verheiratet. Oder zusammen jedenfalls fast 40 Jahre, dass man da so sehr da dann auch mit reinwächst, ist, glaube ich, nicht zu verwundern. Aber letztendlich ist es etwas anderes, wenn ein deutsches Mädchen heiratet und wenn ein türkisches Mädchen heiratet. Es ist anders. Auch wenn es moderne Türken sind und auch wenn alles deutsch gelebt wird, das Familienleben nachher. Die Verbundenheit von dem Mädchen zu der Familie ist einfach so unheimlich stark und das ist einfach von heute auf morgen vorbei, ja. Und ich glaube, das ist der Grund dafür, dass diese Emotionen so sehr hochkochen. Und ob ich das jetzt schön finde und sagen würde, was ist denn jetzt besser, ja, Deutsch oder Türkisch? Ich würde mir wünschen, dass es von der deutschen Seite ein bisschen emotionaler werden würde, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass es so überhaupt, es ist alles sehr, sehr schön und sehr fröhlich. Es geht wirklich sehr fröhlich dazu, aber dass man auch so ein bisschen wehmütig wird, wenn die Tochter jetzt, weiß ich nicht, aus dem Elternhaus geht, ja, ist auch oft der Fall, dass sie von zu Hause auszieht und dann in die Wohnung des Mannes zieht, dass man so, dass da keine Tränen kommen und dann so ein bisschen traurig wird. Ich weiß, es ist oft schon der Fall, aber doch auch oft nicht. Und da würde ich mir wünschen, dass man da auch mehr Gefühle zeigt. Aber im Gegenzug finde ich es auch nicht gut, wenn man das so sehr zum Ausdruck bringt, dass einem dann auch Ohnmacht droht oder bei mir die Hyperventilation oder dass man in Ohnmacht fällt oder da finde ich, müsste man auch sagen, okay. Da müsste man sich vielleicht vorher mit auseinandersetzen, ja, und dass auch alle so wahnsinnig doll weinen. Ich habe jetzt bei meinen eigenen Kindern wirklich es zweimal ganz schlimm gehabt, dass die türkische Familie richtig doll geweint hat. Und dann habe ich es aber auch oft erlebt, wo man es sehr dezent gemacht hat und wo man wirklich innerlich geweint hat und wo man wirklich von Herzen, ja, wisst ihr, nicht so, dass das Aufgesetzte so richtig waren, wo man sich fragt, warum weinen jetzt die Nachbarin so stark, dass sie fast auch in Ohnmacht fällt, wo sie doch eigentlich gar nicht so viel mit der Familie zu tun hat. Aber die wirklich da leiden, ja, nämlich die Mama und die Braut, das ist unvernommen, ja, und dass man sich da nicht zurückhalten kann, wie ich damals auch. Aber man muss sich vielleicht auch als Eltern und als Braut daran gewöhnen, dass der Augenblick kommt. Und dass man vielleicht versucht, da nicht so schlimm sich hineinzusteigen, dass man ohnmächtig wird oder dass man ins Krankenhaus muss oder so. Ich meine, das ist schon etwas Beängstigendes auch. Also da, ja, da ist jetzt ein bisschen wütend aus. Ja, ob. Und da würde ich mir wünschen, dass man da auch ein bisschen, da können auch die Familie kann da auch helfen. Ja, wenn sich nicht alle so da reinsteigern in diese Verabschiedung, dann glaube ich, kann das Ganze auch besser und besser erträglich sein für die Brautfamilie und für die ganzen Nahen, um die es ja dann geht, weil es ist ja niemandem geholfen, wenn es einem dann schlecht, so schlecht geht, dass man gar nicht mehr kann und sich gar nicht mehr einkriegt, ja. Das Mädchen geht und sie geht ja auch im Normalfall sehr glücklich in eine glückliche Beziehung und darüber sollte man sich auch freuen. Ich finde also beide Seiten wäre schön, sollten nicht, aber ne? Wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es das. Ich habe manchmal wirklich ein bisschen Angst, in diese Verabschiedungen zu gehen und habe auch Angst vor meinen eigenen Gefühlen, ja. Und das ist natürlich nicht so schön, ja. Man sollte schon nicht so, man sollte sich ja letztendlich, ist es ein schönes Ereignis und es ist ja etwas Schönes, ja, aber trotzdem auch Wehmütiges, wenn man bedenkt, dass das Mädchen für immer geht. Mein Lieben, das waren so meine Gedanken zu einer Kultur, die mir früher so fremd war und die ich so sehr angenommen habe, dass ich
dass ich wirklich auch da jetzt weinen muss. Ja, ich habe jetzt kein Mädchen mehr und meine ja schon verheiratet, aber ich glaube, das wäre, wenn ich jetzt noch ein kleines Mädchen hätte, was ich verheiraten müsste. Ich habe ja noch einen Sohn, der ist 17, wenn ich jetzt bedenke, das wäre ein Mädchen geworden. Oh mein Gott, ich glaube, das wäre richtig schlimm für mich. Ich glaube, ich würde auch, also das wäre bestimmt ganz schlimm. Das letzte Kind und das weggeben, oh nein. Ich bin froh, dass ich einen Jungen habe und ich glaube, das wäre wirklich ganz, ganz schlimm für mich. Mein Lieben, ich glaube trotzdem auch, dass ein deutscher Kopf das nicht versteht oder jemand, der mit diesen gar nicht so was zu tun hat, glaube ich, ist das unverständlich. Aber ich hoffe, dass ich ein bisschen was dazu beitragen konnte, das vielleicht zu erklären und vielleicht auch meine persönlichen Gefühle, wie war das und wie wird es sein. Ich bin immer jetzt emotional, ich weiß, ich werde auch morgen wieder weinen, weil ich das immer so traurig finde, wenn eine Mama ihr Kind weggeben muss und ihr Mädchen weggeben muss, weil wir Mamas passen in dieser Kultur schon auf unsere Mädchen und manchmal sogar noch ein bisschen mehr als auf die Jungs und das ist schon ein großer Teil von unserem Leben, dem wir dann einfach, der verändert wird und der nicht mehr so ist, wie er mal war. In diesem Sinne, ich erinnere mich gerade wieder richtig doll und die alten Gefühle kommen wieder hoch, nachdem ich meine Mädchen weggegeben habe. Das war schon nicht einfach und wie gesagt, beide Seiten sollten, oder ich wünschte mir, dass ich aus beiden Seiten der Kulturen etwas hätte mehr mitnehmen können, damit ich da auch ein bisschen Abstand hätte gehabt, als ich meine Mädchen verabschiedet habe. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.